Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang essen wie meine Freundin hier. Hallöchen, bin auch mal wieder da. Meine Mutter ist eine Woche im Urlaub und wir dachten uns so, dann können wir mal essen wie ich. Nico macht die Formate jetzt schon eine ganze Zeit lang und jetzt bin ich mal dran. Ich muss heute auch genau dieselben Portionen wie du essen. Und ich habe in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit den Portionen von meiner Freundin gemacht, weil das echt für einen halben Zahn ist. Davon wird kein Wellensittich satt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Frühstück und dann zeige ich Nico jetzt einfach mal, was ich mir denn morgen so gönne. Leute, kennt ihr das, wenn ihr Ferien habt und dann dementsprechend diesen Rhythmus hier habt? Der ist einfach nur schön, oder? Also für mein Frühstück benötigen wir Folgendes. Ja, sag mal. Zum einen meine Trüffelsalami, meine geliebte. Dann einmal diesen Käse hier, Myra Myrza. Und Schinken mit diesem Pfeffer. Das kommt bei mir alles aufs Toast. Dazu kommt dann noch ein Ei, also Rührei. Die Eier aus Freilandhaltung nehme ich dafür gerne. Ganz, ganz wichtig. Am besten auch noch Bio für die Veganer hier unter uns. Ja. Wahrscheinlich Veganer. Dann kommen noch ein paar Schinkenwürfel daran. Ja, aber hier light Schinkenwürfel, ne? Schön light. Wir hier. Schön light, schön für die Proteine. Damit ordentlich Dampf auf die Pfeife kommt, ne? Würdest du sagen? Also, wir essen jetzt jeder ein Toast. Das esse ich morgens immer. Und dann essen wir so ein bisschen was von diesem Müsli hier. Das mag ich ganz gerne. Davon so ungefähr 5 gehäufte Esslöffel. Und ich trinke keine normale Milch. Ich trinke immer diese Alpro geröstete Mandelmilch, aber ungesüßt. Die schmeckt mir irgendwie am besten. Und ja. 1, 2, 3, 4 reicht nicht. Nein, das war 5. Und dann kommen da immer noch Weintrauben rein. Und zwar so 2, 3 Stück. Heute machen wir mal 3. Mager. Was darf ich mir jetzt hier drauflegen? Muss ich jetzt quasi das Toast einmal halbieren? Genau. Hier mit der Gabel? Ja, ich mach das. Und besser. Auf der einen Seite kommt Käse drauf und auf der anderen Seite kommt Schinken drauf. Oder wie, genau. Wie sieht das hier aus? Also eine halbe Scheibe, ein bisschen weniger. Vor allem, das ist das kleine Toast, Freunde. Das ist nicht dieses dicke Jumbo-Toast, das ist das kleine Toast. Ja, wir sind ja erstmal im Frühstück. Chill. Ja, ich hoffe, da kommt noch einiges auf mich zu. Denn ich habe riesen Hunger. Vom Schinken esse ich immer eine Scheibe und die klappe ich dann so, dass die gut aufs Toast passt. Und das ist dann, ja. Bisschen schade. Das ist nur Frühstück. Ich habe nicht so viel Zeit. Und dann gibt es dazu immer noch eine Scheibe von dieser Trüffelsalami, die ich gerade schon gezeigt habe. Die kenne ich, die Perversgeld, Freunde. Die schmeckt einfach auf einem anderen Level lecker. Ach ja, und ein bisschen Rührei. Aber das gibt es bei mir nur am Wochenende, denn in der Woche habe ich gar keine Zeit dafür. Also das ist jetzt schon hier ein größeres Frühstück. Ich esse manchmal auch gar nichts morgens, einfach weil ich keine Zeit habe, keinen Hunger habe. Es ist dann einfach so früh. Vielleicht kennen das manche von euch, da hat man einfach keinen Bock, irgendwas zu essen, wenn das halb 6 ist oder 6. Ja, okay, kann ich verstehen. Ja? Deswegen esse ich dann mittags eher. Kann ich. Guten Appetit. Schmeckt wie Butterkäse, dieser Myra Myrza. Mhm. Eine cremige Konsistenz. Ich bin ja ein riesen Fan von alten Gouda. Oder Bergkäse. Ja, oder Bergkäse oder so in die Parmesan-Richtung, weil ich übertrieben. Schreibt mir mal euren Lieblingskäse jetzt in die Kommentare, würde mich interessieren. Trinken tue ich dazu immer so einen kleinen Kaffee. Der ist so halb voll ungefähr. Auch mit dieser Mandelmilch hier, ne? Mit der Mandelmilch, genau. Und dann gibt es bei mir ab und zu noch mal ein bisschen Orangensaft. Immer gemischt mit Wasser, sonst ist mir das ein bisschen zu hart. Und was wir am Wochenende ganz gerne mal machen, ist dann so, so eine Karaffe mit Wasser auffüllen mit Minze und die Limetten, manchmal auch noch Zitronen oder Himbeeren, irgendwas. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das schmeckt richtig gut. Ja. Es hat so eine dezente Frische, besonders im Sommer kann man sich das reinziehen. Ja, klar. Mmh. Das Ei mit den Schinkenwürfeln hier drin. Das schmeckt geil. Schinken ist jetzt nicht so meins, ich bin eher so ein Hähnchenfreund. Ich mag nicht so gerne Schwein, ich bin ehrlich. Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Eierpaar. Ich wünsche dir den, man! Meine Freundin letztens so, wir saßen am Tisch. Sie hat das richtig leckeres gekocht. Ich sitze da so, ich probiere das so, wie findest du, ne? Ich so, direkt so gemacht. Ne, den hast du jetzt so kaputt. Ich so, was machst du da? Alter, was geht jetzt? Moin. Das ist einfach mal gar nicht süß. Und diese Milch, die ist bitter. Also, das schmeckt einfach nicht, finde ich jetzt. Ich liebe Sachen, die so richtig neutral schmecken. Die so keinen komischen Eingeschmack haben. Das hat die nicht. Doch, die haben einen komischen Eingeschmack. Nein, andere Milch, die so... auch von der Marke ist, so Hafermilch, Reismilch, komplett kann man das vergessen, weil die geht eigentlich. Ne, die kann man auch komplett vergessen, der ganze Ding ist das.
Das Frühstück ist ja relativ mager ausgefallen. Dementsprechend verspüre ich noch einen riesen Hunger. Und ich werde jetzt mal die Katrin fragen, was sie sich so zum Mittag eigentlich gönnt. Meistens, wenn ich aus der Schule komme, dann habe ich mega krass Hunger und gar keinen Bock, irgendwas zu kochen. Und Leute, das Beste, was es gibt, ist dann Domino's. Und zwar der Wrap. Den zeige ich euch jetzt mal. Wir bestellen jetzt mal. Boah, da freue ich mich Domino's auf jeden Fall drauf. Das hier ist der Wrap, von dem ich gesprochen habe. Ist der allerbeste. Der allerbeste. Hi. So Freunde, das Essen ist da und ich habe einen riesen Kohldampf. Ich werde jetzt erstmal meine Freundin damit überraschen. Hast du es gehört? Ja. Würde ich eigentlich überraschen, aber du hast bestimmt auch einen riesen Kohldampf. Ja. Das Ganze werden wir uns jetzt zusammen hier reinziehen, aber wir machen daraus eine Biss-Challenge. Wer weniger Bissen für diesen Wrap hier braucht, hat gewonnen, Schatz. Nice. Wir sind ja aktuell hier alleine bei meiner Freundin und wir sind richtige Saufziegen, sage ich mal so. Unser Trinken ist schon nach 3 Tagen ausgegangen, deswegen haben wir gestern bei Flaschenpost bestellt. Und schaut mal her, ich bin im Himmel, Alter. Wir haben einfach eine Kiste Diet bestellt. Ich bin sowas von froh. Und ich weiß ja, dass du Diet auch liebst, deswegen gönnen wir uns jetzt auch eine schöne Diet zu dem leckeren Wrap. Ich kombiniere den Wrap ganz gerne mal mit einer Salsa-Guacamole und zwar aktuell dieser hier. Der schmeckt nach Essig. Den mag ich überhaupt nicht. Aber ist okay. Ich finde den richtig gut. Also Leute, Kochempfehlung geht von mir raus. Nein. Und jetzt hast du mir den Wrap versaut. Hab ich gar nicht. Aber ich habe diesen Wrap hier noch nie vorher probiert. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Also, anstoßen und weiter. Guten Appetit. Boah, jetzt kommt das panierte Hähnchen hier. Digga, das schmeckt gerade auf einmal nach der Level, geil. Kannst du essen? Bei welchem Lieferdienst bestellt ihr eigentlich am liebsten? Bei dir ist es Domino's. Mhm. Du kannst nicht essen, sehe ich gerade. Und bei mir ist es bei dem guten alten Maidöner Pizza. Aus Wimmelhausen, der gute Dönerladen. Und auch der Wrap hat mich jetzt nicht wirklich gesättigt. Ich verspüre immer noch Hunger. Ja? Ja. Schulz. Das kam vom Herzen. Da du ja auch relativ viel Sport in deiner Freizeit machst, haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, machen wir dein Programm hier zu Hause nach. Im Crossfit-Style ist nicht ganz so mein Ding, ihr wisst ja Bescheid, denn Crossfit ist in meinen Augen jetzt nicht der Sport für mich, aber für dich ist das was. Genau, wir machen jetzt Bodystyling, wir machen so eine kleine Session daraus. Also das sind insgesamt, denke ich, so 10 Übungen. Und das machen wir so, dass das ein bisschen im High-Intensity-Intervall-Style ist. Also wir machen ein bisschen Kraft und dann aber auch wieder so ein paar Ausdauersachen dazwischen. Genau. Ich bin mal gespannt, wie es Nico gefällt. Der ist nämlich gar kein Verfechter von Ausdauersport. Also der hat gerade schon zu mir gesagt, ach komm, lass uns mal den Ausdauerteil weglassen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Komm nicht in die Pfanne hier, bitte Leute. Aber wir werden mal schauen, wie dir das gefällt. Ich hoffe, es gefällt dir. Mir gefällt das total. Jetzt schon. Los geht's. Wir fangen jetzt an, uns warm zu machen. Und zwar mit ganz, ganz leichten Sachen. Also was man aus dem Bodystyling kennt. Ich weiß nicht, wer von euch davon betroffen ist. Also sowas. Nico fragt sich schon. Ja. Wir machen jetzt ein bisschen Side to Side, ein bisschen Leg Curl und so, einen kleinen Mambo. Leg Curl? Den kann man, also der nimmt sowas gar nicht ernst, Leute, ne? Der diskriminiert das auch häufig mal. Alles gut. Dann beginnen wir mit dem Marsch auf rechts und let's go. Die Arme schön mitnehmen. Den fühle ich richtig gerade. Die Bewegung fühle ich. Was machst du? Du springst! Hallo, das ist Neuland für mich. Was soll denn die Scheiße hier? Ich nehme mich mal auch mal mit zum Pumpen. Wenn ihr das sehen möchtet, dass ihr hier 100 Kilo drückt, dann lasst mindestens jetzt den Daumen nach oben da. Mindestens ein. Jetzt gehen wir in den Liegelift. Ohne Musik ist natürlich richtig motivierend, muss ich schon sagen. Seh du doch dann. Mach ich. Das ist eine Million, Alter. Da laufen sogar die Ratten weg. So, wie ist das? Das möchten wir nicht so gerne hören. Und bist du schon warm? Sowas von? Ja. Dann gehen wir jetzt in den, also wir gehen so nach hinten. Der Nico macht kaum mit, dass du das erzählst, aber ist nicht schlimm. Was tust du? So, langsam kommen wir in den Leg Curl und der geht so, also das Bein curlen an den Arsch.
Nicht nach hinten drehen. So, bisschen mehr Schwung. Und immer gucken, dass man ich dabei. Bin so steifer Peter, Alter. Immer gucken, dass man dabei den Turbo berührt auch. Ja, nice ass, Bro. Was ich noch mal? Die Flugente. Ja. Ich habe natürlich das ganze Training durchgezogen, aber mit den weiteren Aufnahmen verschone ich euch auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, besser so. Normalerweise gibt es nach dem Training für mich immer ganz gerne einen Proteinshake und den kriegt der Nico jetzt von mir. Ich habe meine Freundin natürlich auch mit Prozis ausgestattet, deswegen haben wir auch den Prozis-Shaker am Start. Vielen Dank an der Stelle. Schokoladen-Erdnuss-Geschmack. Kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schmeckt nach Snickers. Genau. So, mittlerweile haben wir schon 21.27 Uhr und jetzt gehen wir erstmal einkaufen hier fürs Abendessen. Wir sind jetzt hier bei Rewe und natürlich darfst du dir jetzt hier alles aussuchen. Das geht alles auf meinen Nacken. Freunde, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Wetter hat sich wieder zum Negativen entwickelt. Es ist einfach nur spül. Wir haben 10 nach 10. Und ich schwitze mir den Arsch ab. Ich habe jetzt für den kompletten Einkauf hier 13,47 Euro bezahlt. Wir haben auch noch ein paar Lebensmittel dabei, die wir auch noch für die Tage jetzt verwenden und auch brauchen. Und jetzt gibt es meinen Late-Night-Einkauf von dem 18. Juli. So, unser Abendbrot besteht jetzt aus einer leckeren Pasta. Alles am Kleben, alles feucht. Da haben wir uns einmal für so Banknudeln hier entschieden, etwas hochwertigere, denn die schmecken mir persönlich und meiner Freundin noch besser. Dazu kommt ein dezentes, schönes Stück Lachs in der Kombination mit Lauch, vor allem wie das hier aussieht, die ganzen Deichflaschen und relativ viel Knoblauch. Und zum Nachtisch darf ich mir Duplo Schocknut gönnen, ist einer der Favoriten von der lieben Katrin und noch so ein paar dezente, saure Pommes frites. So, die letzte Mahlzeit ist fertig. Diese Mahlzeit besteht aus einem dezenten Teller Nudeln. Meiner Meinung nach ist das etwas wenig, aber ich muss sie heute so essen wie meine Freundin. Zu guter Letzt, beziehungsweise zum Nachtisch. Was für zu guter Letzt, ich bin schon durch. Wir streiten uns auch die ganze Zeit, weil wir einfach keinen Bock mehr haben. Wir haben den ganzen Tag aufgenommen, unser Kopf ist... Es ist alles kalt, ja? Einfach kalt, egal. Wir machen das für euch, Freunde. Dafür wollen wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und Support. Mehr wollen wir. Ist kein Bock. Ja, genau. Der Nachtisch besteht aus zwei sauren Pommes und einem Duplo Schokolade. Genau, das ist natürlich nicht jeden Tag. Aber wir machen das mal fürs Video, ne? Ja, muss ja auch was Leckeres dabei sein. Da muss ich ja was gönnen. Das Essen ist an sich schon relativ trocken. Mhm. Mein Fall ist es jetzt persönlich nicht so. Ich feiere das Ganze mehr mit Garnelen bzw. Gambas. Das haben wir uns gestern Abend gegönnt. Und das war eine 1 plus mit Sternchen. Ja. Das ist hier eine 3 minus mit Minus. Ohne Sternchen. Ohne Sternchen, genau. Die Weißen sind meine absoluten Favoriten. Mhm. Meine auch. Die sind auch lecker. Magst du nicht? Nein. Versuch du auch mal die Wolke 7. Versuch es mal. Ich kann das nicht. Ich musste vorhin mit dir Sport machen und jetzt machst du mal die Wolke 7. Was machst du da? Das sieht leckerstetikermäßig aus. So locker aus dem Handgelenk. Wer das kann, ne? Postet ein Foto auf Insta, markiert mich oder schickt mir so ein kleines Video. Einfach privat. Vielleicht tue ich euch ja auch bei mir die Story dann rein. Und was hat dir heute am besten geschmeckt? Also mir hat heute auf jeden Fall der Rap am besten geschmeckt. Mir auch, safe. Der war gut. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video auch. Wir haben schon 23.38 Uhr hier. Wir sind am Arsch. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls der Fall war, was sollen die Leute dann tun? Daumen nach oben da lassen bitte. Auf Ehrenbruderbasis. Und wenn ihr neu seid, diesen Kanal abonnieren, damit ihr keiner der weiteren Videos verpasst. Danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.